Schönen guten Tag, wir sind wieder bei Bodies Prime TV und heute geht es um Brustmuskeln, massive Brustmuskeln. In erster Linie konzentrieren wir uns heute auf den oberen Bereich der Brustmuskulatur. Die hebt die Brust auch an. Wenn ich hier voll bin, ja, wenn man eine Anlagung hat, zum Beispiel den alten Serge Legree, den Widersacher von Arnold Schwarzenegger, den farbigen, der hatte eine unheimlich hohe Brust, sieht richtig super geil aus. Und dafür macht man halt Übungen auf der Schrägbank. Ich mache euch gleich ein paar vor. Grundsätzlich ist es so, dass wir unterscheiden müssen zwischen isolierten Übungen und Grundübungen mit freien Gewichten. Die isolierten Übungen haben immer den Vorteil, wie das Wort es schon sagt, dass man sich mehr isoliert auf die Partie konzentrieren kann. Mit freien Gewichten habe ich eher das Problem, das Gewicht auszubalancieren. Ich fördere allerdings die Maximalkraft, die allgemeine Kraft mehr über isolierten Übungen. Wir beginnen also mit einer Übung, und zwar mit Kurzhanteln auf der Schrägbank. Ich zeige euch gleich mal die Ausführung. Bei der fliegenden Bewegung auf der Schrägbank achtet ihr bitte darauf, dass ihr die Arme nicht ganz streckt. Die Arme sind angebeugt und es ist eigentlich eine Bewegung zwischen Drücken und Strecken des Armes. Ja, also nicht zu sehr strecken, das belastet auch die Gelenke zu sehr, macht auch wenig Sinn. Vielleicht nochmal zur Ausführung. Wenn ihr genau hinschaut, ich führe die Hantel nicht ganz zusammen, also ich knall die nicht zusammen, sondern ich halte hier die Spannung. Und im Gegenteil, ich kontrahiere, wenn ich oben bin, den Brustmuskel nochmal extra, sodass ich wirklich hier diesen Bereich auch erreiche. Okay. Als nächstes folgt Schrägbankdrücken mit Langhantel. Hierbei gilt auch wirklich die volle Bewegung. Also ich sehe das häufig, dass das Gewicht nicht zur Brust runtergelassen wird. Oder es wird, man lässt es abprallen von der Brust. Das kann man machen, wenn man viel Gewicht bewältigen will. Wenn ich mein Hauptaugenmerk aber auf die Muskelentwicklung lege, dann muss es eine kontrollierte Bewegung sein. Das heißt, ich halte die Hand auf Spannung und fühle sie ganz sauber. Kann ich zwar nicht so viel Gewicht nehmen, aber der Effekt ist wesentlich besser, wenn ich Muskelentwicklung haben möchte. Alles andere ist eben Kraft. Da kommen wir später mal zu. Gleichförmige Bewegung, den Muskel auf Spannung halten, nicht oben absetzen oder unten absetzen. Wie gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Krafttraining und Muskelaufbautraining, Muskelformtraining. Wir konzentrieren uns im Moment mehr auf die Muskelform und weniger auf das Krafttraining, also weniger auf das Bewegen von maximalen Gewichten. Wir kommen dann zur nächsten Übung. So, die nächste Übung. Dafür nehmen wir die Multipresse. Die Multipresse hat natürlich den Vorteil, dass die Bewegung geführt ist und ich kann dadurch andere Winkel wählen, wie beim freien Gewicht. Also extreme Winkel, extrem hoch, extrem unten absetzen. Das fällt natürlich mit freien Gewichten wesentlich schwerer. Ihr solltet grundsätzlich eine Bewegung finden und eine Ausführung finden, bei der ihr die Muskulatur am meisten spürt. Das heißt also, es ist auch ganz individuell. Der eine legt das eher höher ab. Es gibt nicht die eine hundertprozentig richtige Ausführung. Entscheidend ist, dass ihr von den Gelenken her keine Probleme bekommt und dass ihr die Übung richtig fühlt in dem Bereich, in dem ihr den Muskel trainieren wollt. Ihr habt außerdem hier die Möglichkeit, verschiedene Griffbreiten zu wählen. Auch die Schrägbank, ja, kann ich unterschiedliche Winkel einstellen. Umso höher ich, umso schräger ich die Schrägbank einstelle, umso mehr trainiere ich natürlich den oberen Bereich, den Ansatz zur Schulter. Umso flacher, ja, umso weiter rutscht die Wirkung
in den mittleren Bereich. Vielleicht habt ihr gesehen, dass ich das Gewicht beim Drücken auch gar nicht ganz aus. Ja? Alles dient dazu, die Spannung im Brustmuskel zu erhalten. In dem Moment, wenn ich den Arm ganz durchstrecke, beteilige ich im letzten Drittel sehr stark den Trizeps und nicht die Brustmuskulatur. Ja? Das werdet ihr auch ganz deutlich merken, wenn ihr euch da mal drauf konzentriert. Und wie gesagt, ihr könnt hier auch ein bisschen enger fassen, breiter fassen. Probiert einfach mal Varianten aus und wählt dann die, die für euch am besten ist und die ihr am meisten spürt. So, als nächstes machen wir eine Übung am Kabelzug. Werdet ihr euch vielleicht wundern, weil normalerweise natürlich das Kabel nach unten gezogen wird und mehr der untere Bereich trainiert wird. Ich kann aber das Gewicht auch anders benutzen und die Kabelmaschine, indem ich parallel zur Brust die Zugmaschine einstellen und dann, werdet ihr gleich sehen, mich leicht vorbeuge und hier den oberen Bereich erreiche. Ich zeige euch das mal. Eine besondere Variante, die man ausprobiert und korrekt macht, dann werdet ihr sehen, dass ihr diesen Bereich extrem stark erwischt und auch trainieren könnt. Eine weitere Übung machen wir an der Butterfly-Maschine. Wer meine Videos kennt, der weiß, ich habe eine ganz spezielle Ausführung. Diese Ausführung wähle ich, um möglichst wenig Stress im Schultergelenk zu bekommen, weil da habe ich Probleme wie viele und ich konzentriere mich durch das Vorbeugen sehr stark auf die Spannung und benutze auch nicht so schwere Gewichte, also Verhältnis, ja, aber ich erreiche hier bei dieser Übung auch speziell den oberen Bereich und ich zeige euch das mal, wie es geht. Ihr beugt euch also leicht vor, so. Drückt das Gewicht und zwar auch ganz zusammendrücken, ne? Also nicht nur so halb und so ein bisschen die Spannung immer halten. Wie gesagt, das sind alles Übungen für die Muskelform und nicht für die Kraft, ja? Wenn es euch drauf ankommt, Kraft aufzubauen, maximal Gewichte im Bankdrücken zu schaffen oder Schrägbankdrücken, dann ist das eine ganz andere Schule. Da werde ich nochmal extra ein Video machen mit einem Kraftbeikämpfer. Der wird euch die Übungen zeigen, wie man es richtig macht. Dann führt man auch Bankdrücken ganz anders aus. Das heißt, da nehme ich nicht die Arme nach außen, sondern drücke mehr nach innen. Aber das kommt beim nächsten Mal dran. Und da machen wir auch ein spezielles Segment rein für Krafttraining, um maximale Kraft aufzubauen und weniger um Muskeln zu bilden und Muskeln zu formen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Wolfgang. Tschüss.